in den ARD-Verlag schreiben. Ja, das letzte Mal habe ich ja hier auf der Messe einen Mixer mitgenommen. Ich habe auch schon überlegt, jetzt der Föhn. Also jetzt wirklich ein Föhn und ein Trockner. So ein, wie heißt das, so ein Wäschetrockner ist auch noch so ein Ding, was ich echt... Ein Föhn wäre super. Ja, ja, immer wenn ich bald hoch bin und es keinen Föhn gibt, das ist echt schlecht. Ja, 17 Uhr ist aber schon. Ist jemand da von den Ausstellern, der einen Föhn hat? Die kriegen ja auch ein Foto. Ich glaube, das ist und auch so Autogrammkarte von Thore. Wow. Letztes Jahr hat es geklappt. Stimmt? Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Also wir bräuchten einen Föhn dringend. Welche Farbe? Welches bestimmtes Modell? Made in Germany oder international? Mit Ionenpower. Ich habe gehört, es gibt jetzt Föhn mit Ionenpower. Für deine langen Haare. Ja, für meine Haarpracht. Wow. Aber lass uns noch mal ein bisschen, wo wir gerade bei Föhn und so sind, zu eurem stylischen Outfit kommen. Also ansonsten eher knappere Outfits, hast du schon gesagt. Du kriegst die nicht privat, fragt das schon nicht. Ist es so, dass ihr meinen Wünsche was dann sagen könnt, ich habe hier da das Kleid oder den Anzug von nun gesehen und das will ich jetzt auch machen, die kaufen euch das oder keine Chance? Keine Chance. Es geht darum, wie die Rolle sein soll und da machen die sich auch sehr viel Gedanken natürlich drüber und haben für jede Rolle bestimmte Klamotten und so soll das dann auch sein. Ja. Also wir haben da viele Leute, die sich darum Gedanken machen und dafür bezahlt werden, um einzubleiben, anzuziehen. Und es gibt natürlich Kollegen, die immer meinen, da ein bisschen reinquatschen zu müssen, weil sie da ihr Ding durchziehen wollen, aber grundsätzlich als Schauspieler sollten wir da einfach die Klappe halten. Nicht sagen. Nein, das ist echt gut. Ja, der hat die Kurve bekommen, der kann das. Klappe halten und spielen. Aber ihr fremdelt nicht manchmal mit so, also wenn mir jetzt so jemand würde denken, weiß nicht, rote Zipfelmütze, ob das so meint, das zieht es durch. Ja, wir müssen. Es ist ja unser Beruf, diese Dinge zu tragen. Das wird uns hingehängt und für unsere Figuren ist es ja auch stimmig, dass sie sich so anziehen. Genauso wie uns jemand Texte im Mund legt, legt uns halt auch jemand die Klamotten hin. Deswegen eigentlich sollten wir das so anziehen. Aber es gibt natürlich mal einen Fall, wo du sagst, kann ich mich jetzt so gar nicht mit anfreunden, aber da muss man durch. Und ihr müsst ja auch mit solchen Leuten wie uns reden. Gehört ja auch zu uns dazu. Ja, auch nicht immer leicht. Aber wir haben gemerkt jetzt hier in Berlin, wir waren gestern Abend unterwegs und haben gemerkt, dass da waren wir zum Beispiel ganz falsch angezogen. Ne? Wir sind gestern overdressed. Ja, total krass. Also das war ja ganz normal und dann wollten wir in so einen Club rein und die haben uns angeguckt und haben gesagt, wo wart ihr? Nur mit Turnschuhen. Natürlich.